So, hallo meine Lieben, jetzt zeige ich euch mal noch ein kurzes Video und vor allen Dingen geht es hier um die Mami, die mir das Baby anvertraut hat, dass ich ein bisschen verschönern sollte. Und zwar habe ich da die Nägelchen nochmal aufbereitet, so gut wie es ging. Besser konnte ich es leider nicht machen, ich weiß nicht, ob man da das richtig schön sieht. Dann habe ich einige Falten nochmal nachgezeichnet. Also so besser konnte ich es nicht machen. Also sonst macht man mehr kaputt, als was es gut ist. Ne? Ich habe dann, wie gesagt, ein paar Fältchen. Bei der Mini habe ich es noch einmal so Fältchen. Schön nochmal ein anderes Rot genommen. Und ja, das habe ich ein bisschen verbessert. Und jetzt bin ich über das Köpfchen. Das sah ja total schlimm aus. Das habt ihr ja gesehen, wenn ihr meine Seiten verfolgt. Ich mache mal das Licht ein bisschen an. Da sieht das noch ein bisschen besser. Jetzt im Moment tue ich die Haare roten. Also wie ihr seht, ist es sehr fein und ich habe so mittelbraun genommen und die Mausi habe ich jetzt auch noch mal ein bisschen bearbeitet. Sie hat noch mal einen leichten Fleisch, also Braunton mit Rot bekommen. Also das ist so ein Fleischton, das ist genau dieser Ton, was so ein Baby ausmacht. Dann habe ich hier noch mal leicht eine andere Farbe genommen gehabt. Und das sieht leider so aus, weil die vorher, die das Baby gemacht hat, so arg reingestochen hat in das Baby. Es ist schade. Es ist ein wunderschönes Silikonbaby. Und wenn man das nicht, keine Ahnung hat, zu ruten und die Augen zu machen, die Wimpern und so weiter, sollte man das doch für jemanden anders machen lassen. Also die vielleicht ihr Baby jetzt erkennt, sollte doch bitte die Haare ruten und die Wimpern ruten bitte von jemandem anders machen lassen. Weil es ist wirklich schade um diese schönen Babys. Die sind wirklich wunderschön gemacht und auch so schön stimmig. Und mir gefällt sie sehr. Aber hier habe ich auch nochmal nachgemacht. Ne? Das Rot hier und die Falten ein bisschen. Und ja, das Roten ist unmöglich gewesen. Und auch das, was sie da mit den Augenbrauen angestellt hatte, keine Ahnung. Also ich habe das so gut wie möglich jetzt erstmal abgedeckt mit Silikon und die Mami wird sich freuen. Ich fange jetzt an mit dem Roten. Ich muss bloß, wie im Hintergrund hört es meine Babys, wenn sie mal ein bisschen untergebracht sind oder ich ein bisschen ein paar Minuten Luft habe, mal abends oder so, kann ich dann bloß weiter stechen. Eher kann ich es leider nicht machen. Also ich bin erst hier beim Roten und wenn sie dann mit Roten fertig ist, ich werde euch, na was ist denn das? Ein kleiner Klitzi. Wo das herkommt, frage ich mich. Naja, jedenfalls muss ich sie jetzt noch fertig ruten. Ich habe dieses tolle Haar. Wie ihr sehen könnt, ich verwende nur solches Haar. So ganz feines, ordentliches Kitzmohair. Manchmal nehme ich auch Jirling. Das ist auch öfters relativ fein. Und es kommt immer darauf an, was es für ein Baby ist. Aber bei ihr habe ich mich entschieden für ein Kit. So ein Medium braun ist das hier. Kit Medium braun. Das durch dann, wie gesagt, schön fein stechen. Und sie sieht wirklich wunderschön aus. Also, ja. Und mehr kann ich euch leider jetzt nicht zeigen, weil in Facebook habe ich euch ja noch gezeigt, Fotos von diesem hier. Das mache ich so nebenbei noch, weil das ist eigentlich kein Aufwand. Da muss ich einfach nur ein bisschen Formbausilikon drüber malern und später wollte ich es dann noch mal gießen. Das ist eigentlich bloß ein Probebaby, weil ich mal einen beweglichen Kopf mal machen wollte. Das wollte ich mal ausprobieren, wie das geht, weil ich das dann an meinen größeren Jungen mal machen möchte. Den größeren Jungen, den habe ich auch schon fast fertig. Ach Mäuse, ich will doch bloß kurz hier mal ein Video machen. Seid immer 2 Minuten brav. Ja, wer kennt das nicht? So, da habe ich schon die Füßchen gestern noch rangemacht. Es ist aber noch nicht ganz fertig. Ich muss noch ein paar Verbesserungen machen, ein paar Glättungen. Wie hier, da das ein bisschen abschleifen. So ein paar Sachen müsste ich noch machen. Und dann schaue ich erstmal, ob das funktioniert mit dem beweglichen Kopf. Und wenn das funktioniert, mache ich dann auch diese Tülle hier oben drauf. Ja, den muss ich auch noch anbringen. Die Tülle oben drauf und dann wäre eigentlich fertig zum Formenbau. So viel habe ich da jetzt nicht mehr zu machen. Und dann hoffe ich mal, dass er euch gefällt, dass er gut dann auch als Silikon rauskommt. Und das Modellieren, wie ihr schon gesehen habt in meinen Videos, ist alles nicht so einfach. Ich werde auch demnächst
Das Gestell hier habe ich mir zusammengefriemelt. Dann werde ich das hier dann hier ranhängen. Und dann werde ich das an diesem Gestell dann modellieren und mal schauen, ob es da besser geht, dass mir die ganze Sache nicht kaputt geht. Ich habe dann auch noch so einen Heißluftföhn, da kann ich das dann ein bisschen antrocknen und ja, erstmal schauen, wie das funktioniert. Ihr werdet es da sowieso immer mitgenommen von den Sachen und das wäre es eigentlich, was ich im Moment so mache. Ich muss dann noch ein paar Aufträge machen, ich muss noch ein bisschen was in Silikon da noch gießen, aber das muss ich dann alles nebenbei machen, weil als erstes ist die Mausi dran. Und wenn sie dann fertig ist, dann zeige ich euch ein richtig tolles Video. Und eins muss ich euch noch sagen, ich erwarte ein Päckchen von meiner Ulrike. Da habe ich was gesehen, die hat was ganz Süßes gemacht. Ich zeige euch mal die andere noch. Das Jüngchen ist noch zu vergeben. Wo habe ich denn meinen Süßen? Oh, wo habe ich denn hingelegt? Meine Güte, meine Babys haben wahrscheinlich hier aufgeräumt. Ah, der liegt auf der anderen Seite. Ja, ja, ja. Die eine Mami wollte ein dunkles Baby haben. Da hätte ich das in Angebot. Aber ich kann nur eins abgeben, weil ich für Eschwege auch was brauche. Und dann habe ich noch, schau mal hier, Mami, dann habe ich hier noch eins. Da kannst du dir aussuchen, was du für eins möchtest. Entweder das da oder die Evangeline. Das wäre dann die hier. Die habe ich dann auch in Ethnik gemacht, aber sie ist nicht ganz dunkel. Also sie ist etwas heller. Also eins möchte ich mit nach Eschwege nehmen. Der hier zum Beispiel, den habe ich noch zu Hause. Das ist der einzige, den ich jetzt euch noch anbieten kann. Der ist nicht von mir. Ich habe ihn bloß ein bisschen aufgepeppt, habe ihn was Tolles gestrickt und angezogen. Und den könnt ihr haben. Und zwar... Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich den genannt hatte. Es ist schon, weil ich so viel gemacht habe. So schaut er aus im Ganzen. Es ist ein kleines Glatzileinchen. Ich habe ihm keine Haare gemacht, weil ich gemerkt habe, dass viele auch Glatzis möchten. Er hat nur einen Kopf, das andere ist alles nur Stoff. Der ist von der Petra Seifert. Er hat ein geöffnetes Mündchen. Ich glaube, hat er eine Zunge? Moment, ich schaue mal schnell rein. Nee, der hat jetzt keine Zunge, aber jedenfalls hat er ein geöffnetes Mündchen. Wimpern habe ich nur noch angemacht und ich habe eine Wink bemalt, den süßen Kerl. Und er steht jetzt zur Adoption, steht er frei hier, der Süße. Ich weiß gar nicht, wie groß ist denn der überhaupt? Also so wie ich das sehe, wird er jetzt 26 oder sowas. Moment, ich schaue mal schnell rein. Wo ich meinen Meter habe. Oh, wenn man mal was braucht. Aber ich muss den jetzt wieder hingeschlampt haben. Aber ihr seht es ja selber. Also ich denke, er wird ungefähr so 26 cm sein. Ich kann euch ja, wer es interessiert hat, dann nochmal genauere Angaben machen. Ach süßer, bleibst du mal liegen, Schatz. Also glaubst du es? Und er hat, wie gesagt, dieses Mützchen noch. Und dann bringt er noch die Neuwindeln mit. Und wie gesagt, der ist von der Petra Seifert und ihr könnt ihn gerne haben. Wer Interesse hat, soll sich halt bei mir melden. Ansonsten tue ich ihn halt dann ins Netz rein. Oder ich nehme ihn mit nach Eschwege, den süßen Fratz. Aber wie gesagt, der ist nicht von mir, den habe ich von der Petra. So. Ja, und nach wie vor warte ich noch auf Augen, damit meine andere Kundin ihr Baby mal bekommt. Und ich habe auch noch hier im Schrank eine süße Maus. Die ist, glaube ich, auch ein bisschen größer. Die musste ich auch verbessern. War ja auch so ein Bubu, was ich auf... Ach, glaubst du es, Mama? Oh, meine Kleinen. Ja, machen wir es mal so. Meine Kleinen sind auch schon wieder mir hinterher geschlichen. So, die Mausi wäre dann noch zu vergeben, aber die muss ich noch fertig machen, wie ihr seht. Seid ihr mal bitte leise, meine zwei Schnäucherle. So, und dann habe ich noch, ach, da habe ich auch sogar noch Klamüttchen schon gemacht. Ach, das weiß ich gar nicht mehr. Ach, für lauter Zeug. Und diese Mausi ist eine schon verkauft. Die bekommt dann die Mami zugeschickt. Die will sie so haben, wie sie ist.
Ich habe unten ein festes Silikon genommen, weil mir gefällt es besser, wenn man so eine Einbindrille hat und der Kopf hängt dann so richtig schön fest drin, ne? Also ich mag das gerne, dass das Silikon hier unten drunter, wo die Rille ist, ab da festeres Silikon drin ist. Also das wird ein Cuddlebaby. Und dann habe ich noch eins, wer Interesse hat an so einem Cuddlebaby und es selber vielleicht mal gestalten möchte, das würde ich ein bisschen günstiger hergeben, weil mir hier da was passiert ist. Ich wollte so eine Unterfärbung machen und es hat irgendwie nicht so geklappt. Und da habe ich jetzt schon mal eine Schicht Silikon drüber gemacht. Also es ist eigentlich nicht so schlimm zu sehen. Die hätte ich auch noch im Angebot, die süße Hummel. Also das wäre Cuddlebaby. Ich würde euch dann auch diesen Körper mit vermachen, wer eine haben möchte. Und eine könnte ich noch gießen. Da hätte ich auch noch einen Körper dazu. Also wer Interesse hat, sagt mir einfach Bescheid. Meine Lina, da habe ich auch, ich kann auch bloß einen Kopf gießen. Ja. Weil da habe ich noch den Kopf da. Und der Süße, wie gesagt, der ist zu vergeben, ihr Lieben. So, heute habe ich euch mal ein bisschen was anderes gezeigt, dass ihr mal noch ein bisschen ein kleines Video habt, weil ich weiß nicht, wann ich wieder dazu komme. Heute kommen meine Enkel und dann bin ich ja voll beschäftigt heute. Da werde ich wahrscheinlich auch zu dem süßen Dingsi nicht, dem süßen Mäusel nicht dazu kommen, was mir sehr leid tut, weil ich würde sie gerne mal fertig machen, endlich. Und ja, es ist wirklich blöd. Weil es so lange Ferien sind, ist halt schade. Kann ich nicht so viel machen in den Ferien. Ja, ist ja normal auch so. Normal müsste man ja Urlaub nehmen wegen den Kindern, ne? Weil ja nichts offen ist, ne? Wie will man das so unterbringen? Wie jetzt machen sie schon wieder Blödsinn. Sie haben schon wieder die Gitarre in der Hand von unserem Großen. Und ja, muss ich langsam aufhören. Ich habe auch sonst nichts weiter zu erzählen. Ich habe nichts Neues weiter. Das, was ich neu hatte, habe ich euch jetzt alles schön gezeigt. Und ihr könnt euch freuen, weil das Bubele, wie gesagt, braucht nicht mehr lange. Das habe ich bald fertig. Und ja, ich drehe mal euch um. Moment.